Worum geht es dabei? Es geht darum, in möglichst kurzer Zeit möglichst viele 5-Minuten-Vorträge zu halten. Zeitlimit in dem Fall ist jetzt 5 Minuten. Und wir beginnen gleich mit dem ersten Vortrag. Entschuldigung, falsche Folien. Na, sorry. Da, F über F-Droid. Okay, das ist das Mikro wieder. Auf der Seite läuft noch eine Countdown-Uhr, also sie beginnt. Also, Mikrofon nochmal. Also auf dieser Seite gibt es noch eine Countdown-Uhr, sie beginnt von unten nach oben und wird grün. Wenn sie gelb wird, hast du noch 1 Minute Zeit und wenn sie rot wird, hast du noch 20 Sekunden Zeit. Und dann nehme ich dir das Mikrofon weg. Okay, gut, danke. Ja. Passt. Hallo, mein Name ist Michael Gelze und ich erzähle euch ein bisschen über F-Droid, das Android Free and Open Source Software Repository. Was ist das eigentlich? Man könnte es auch als alternativen App Store sehen, wo es nur freie Software gibt. Wie man F-Droid installiert, das geht ganz einfach. Man geht auf die Webseite f-droid.org oder man scannt zum Beispiel diesen QR-Code ein und dann kann man gleich auf den Knopf drücken, Download F-Droid. Dann wird eine APK-Datei heruntergeladen, die man dann installieren muss. So, wie funktioniert das? So Dateien aus dem Internet herunterladen und installieren auf dem Handy, vielleicht ist das aus gutem Grund nicht ganz so einfach, sondern man muss das dann auch tatsächlich bestätigen. Man muss eine neue Quelle zulassen. In dem Fall, wenn man es zum Beispiel mit dem Browser herunterlädt, muss man bestätigen, dass der Browser diese Dateien installieren kann. So, nachdem man das macht, also es kommt, wenn man die APK heruntergeladen hat und das anklickt, dann bekommt man diesen Pop-up aus Sicherheitsgründen, kannst du auf dem Smartphone keine Dateien aus unbekannten Quellen installieren. Da muss man so in Einstellungen gehen und manuell auf dieser Quelle zulassen gehen. Ich würde dir empfehlen, nachdem man das gemacht hat, diese Checkbox auch wieder rückgängig zu machen, also nachdem man F-Droid installiert hat. Genau. Was ist F-Droid? Also, wenn man das gemacht hat, dann wird die App F-Droid taucht dann in der Liste der Applikationen auf und man kann sie aufrufen und aufmachen und so schaut sie dann aus. Hier gibt es verschiedene Reiter unten, also Neues, die neuesten Applikationen, die zuletzt abgedatet oder hinzugefügt wurden, die Kategorien, es gibt so Kategorien wie Software oder Spiele oder Multimedia und so weiter. Dann unten das Umfeld, darauf gehe ich noch ein, Aufgaben und Einstellungen. Was findet man eigentlich für Applikationen auf F-Droid? Eigentlich allerlei. Vielleicht hier ein paar bekannte Applikationen. Fennec, das ist eine freie Version des Firefox-Browsers. Firefox tut normalerweise in der, ich sag mal, in der normalen Android-Version, bundelt es ein paar Dinge hinein, die nicht freie Software sind. Man darf diesen Browser dann nicht Firefox nennen, wenn man ihn verändert, um die nicht, diese nicht Open Source Sachen rauszunehmen. Das heißt, es heißt Fennec. K9 E-Mail ist ein guter E-Mail Client, VLC zum Videos und Musik abspielen, die Nextcloud App, wenn man einen Nextcloud hat, ein Linux Terminal, ein GPS Empfangs Check App, ein Kalender, Karten, KDE Connect, falls man einen GNU Linux Desktop hat und da nur die Notifications auf dem Desktop zum Beispiel sehen will. Und eigentlich so ziemlich alles, was man an bekannter freier Software hat, das kann man auch installieren. Das heißt, man findet dort Element, also den Matrix Client, man findet dort einen Telegram Open Source Client, auch andere Messenger und auch zum Beispiel die gratis Linux Tage App. So. Was sind die Merkmale der F-Droid Apps? F-Droid Apps werden eigentlich von F-Droid Store, also von Leuten dort selber heruntergeladen, kompiliert und ins Store gestellt. Dabei kann man keine proprietären Libraries oder Blobs benutzen, insbesondere nicht die Google Play Services. Und wenn die Apps unerwünschte Merkmale haben, dann wird darauf hingewiesen im Store. Das heißt, man sieht, wenn man eine Applikation anklickt, unten unerwünschte Merkmale, zum Beispiel wenn es Werbung gibt oder wenn der Server nicht unter freier Lizenz steht. Genau, und lauter solche Merkmale, die kann man dort sehen. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass die Software eigentlich sich sehr gut verhält.
Genau. Wie schaut es aus, wenn man Apps updaten möchte? Tja, das ist noch so eine Sache. Aktuell muss man die Apps manuell aktualisieren. Das heißt, man kann es so einstellen, dass die Apps automatisch heruntergeladen werden. Aber aktualisieren muss man das, händisch machen. Ab Android 14 wird es eine Systemunterstützung dafür geben, weil es ist endlich, ich sag mal, so weit ist, dass man Third-Party-Stores auch wirklich erlaubt im auf Android. Heutzutage, wenn man jetzt ein Custom ROM auf sein Android-Handy installiert oder mit Root agiert, dann kann man die F-Droid Privilege Extension runterladen, kompilieren und installieren. Das ist alles ein bisschen kompliziert. Aber bald, also ab Android 14 kann man das automatisch machen. Sonst muss man es halt manuell machen und auf jede einzelne App klicken, okay, ich möchte aktualisieren, und dann wird eine neue Version installiert. So. Weitere Features, die F-Droid hat, man kann verschiedene Update-Einstellungen machen, zum Beispiel über WLAN automatisch Updates runterladen. Man kann zusätzliche Paketquellen angeben, das heißt, wenn man selber Apps schreibt und jetzt ein Repository gern hätte, dann kann man das auch hier hinzufügen, und man kann auch Apps mit anderen teilen, ins WLAN zum Beispiel. So, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Dankeschön. So, noch einmal der allerletzte Aufruf für Fabian Untermoser. Okay, sonst Lukas, bitte. Hi, I want to introduce you to Litur. Litur is free and open source software, and I'm Taipulo, who developed this. You can go to the GitHub page and just look for the releases down there, and then download the archive specific for your platform. In there, you will find one static executable, and it's a command line tool. So you can just invoke it on the command line, and it will ask you for a text document. Here I created one. Usually, you don't care about text documents in that sense. It's more like a markup document. We have annotations in there with items. And here we have some item workshops, item talks, four items. All right. And now, if you invoke Litur, it does literally nothing. It just takes this input document and writes the same output document. But what's interesting is that behind this document, there is a data structure that we extract. So we have one top level node document, and down there we have some content, specifically, first of all, some text, and then four item elements. And inside these item nodes, we have some content again. Okay, we have this data structure. What can we do with it? We can now introduce a Lua file, hooks.lua, and with hooks, we can define how to process the text document. So here we have one event on setup that will be executed at the very beginning, and we will introduce a variable enum to be set to zero. And whenever the event convert node to string is happening for the item, for the element item, so this item occurs, then we want to have this string representation I compute with the hook shown in blue. Okay, so let's get back. We have this input file. In the same directory, we have our hooks.lua file, and then we will run Litur, and it will generate this output document. Another use case. Here I have some text document, here I have some title, and some location in there inside the text. And here I also show an attribute, link to OSM. Once more, I look at the data structure behind it. It always follows the same principle. And then I introduce some hooks in order to modify how Lua processes the document, title and location.
And here I also check for the link to attribute, whether it's set to OSM. And in that case, I will create a hyperlink. So looking back, this is our input document, and it will turn into this document. So you have different hooks you can use in order to modify the behavior of how Lead2A processes the document. Most notably, we have modify node, which is very powerful because in the data structure, you can rearrange all the different nodes inside your tree. And we have all seen already a use case for convert node to string, which generates the string representation. I also provided four examples, so you understand how the hooks work. And currently we're at version 2.0, but in version 2.1, I want to also allow XML as an input. Currently, it's this custom language with the curly braces. In general, you have the lit file. We go through the I/O routines in order to read it, and then you have the two hooks on the right side. On setup, modify initial string, where you can do whatever you want, and Lexa and parser will then parse it and turn it into a tree. Then we have the other hooks, turn it back, and finally the output is read. That's the software architecture of Lead2A. And here we have two different programming languages. Rust is essentially instrumenting Lua, and you can use Lua to define your string representation, the output document. It's really a neat interplay between Rust on the one hand and Lua on the other hand. Rust and Lua, it's Lead2A. Thank you. Ja, ich drehe Clip oder, oder. Genau, oder, ja. Oder du sagst mir Slides, wie du willst. Ja, ja. Schaltest du auf Fullscreen mal? Und geht los. Und. Los, geht los. Hello, I'm Thomas Acklassinger from C2Read. You can visit us in the Infeldgasse. And I'm talking about reading configuration files with Python, because this was a challenge I had to face when developing our application. Why would I need configuration files? Because we have a kind of project configuration, it can become very complex. So command line arguments weren't feasible anymore. Configuration files are simple to modify, allow complex structures, allow nesting, lists, things like that. They can also be put under version control, which is nice. And they also have the advantage compared to using Python for configuration, which the application is written in. Like settings.py, conf.py, which you can find in many applications, that you can pass on the control to the user without them modifying, messing everything up by giving them the challenge or the advantage to modify Python code that can be executed and do whatever they want. So the main difficulty was which format to pick and how do I actually read the code. So the first thing I looked at was JSON. Why? Because it's everywhere. But it's not really good because I cannot use any comments in it and it has very limited standard typing. You can see an example here, very simple configuration that specifies a color and two customers with a list of customers, their name and their year of birth. So this is a very simple JSON configuration, but how can I read it? Fairly simple. Basically, I open the file where it's stored and then I use json.load and the result is a dictionary or mapping in other languages where I can quite easily access the various elements. Here you can see I go to the config map, customers, the first element and the name, and I get John Smith. So this is fairly easy to do. But how to validate those files? When you read them, people can mess things up and they want to get a specific error message. What can I do about that? There's various libraries that help me with that. The one I picked was Pydantic because it uses type hints to specify the format and converts the dictionary into a data object. So how does this work in practice?
I define the configuration with a color and a list of customers, and then I define the customer, which has a name and a year where they were born. So this can be mapped quite easily to the actual dictionary. And after that, what you basically do is, when you look at the orange code, you just pass the configuration mapping into the configuration data structure. It unwinds the whole thing. If something goes wrong, you get a validation error. If everything is nice, you have a data object you can directly access. So another two lines of code, and I have the validation. But what other options are there? So the next one was Yammer, and on the right side, you can see a simple example of the same configuration in YAML format. And as you can see, hooray, we can use comments. It's fairly easy to read, and there's also quite a few standard types for time and things like that that are just not there in JSON, at least not without hex and extensions and what you have. But it doesn't have a formal definition, so different YAML parsers give different results. And it's also quite easy to mess up the indentation when you're in a text editor and you use copy and paste and things like that. But how do I read it? Well, same as before. Basically, instead of json.load, I just have to say yaml.load. And that's it. So that's the only difference. And the validation is the same. So I could use my data classes from before and the Pydantic library. So what else is there? TOML. And TOML has, yeah, a formal definition. So it's actually clear what it means. And yeah, you can also do comments. However, when you have lists and nested structures, it becomes quite a mess to read those files. And here you can see the example with only two customers. I already have to use these weird customers with two brackets. And it's basically just a list. And I have to enter all these kind of things and end up with a very complex file that looks pretty ugly. So regardless, how can we read it? Well, instead of JSON load or YAML load, we say tomlib.load, at least if you have Python 3.10 or later. Python 9, there is another external library that's just called toml. So if you want to do it there, you have to replace tomlib with toml. Otherwise, it's the same. So in summary, all these formats, JSON, YAML, TOML, they have major flaws, but you can get things done with them. Practically, they use the same code to read and validate. Basically, it's just one line that you have to change. And as usual with Python, it's minimal code for maximum functionality. And yeah, if you want to visit us, meet up, PyCrats, you can come every month. Thank you. Thank you. So, next is Patrick Gundlach. Rechts ist falsch. Genau. Funktioniert okay. Da, ja, passt. Und Mikrofon passt. Ach ja, stimmt, das war die linke Hand. Das Wichtigste. Das. Okay, los. Mein Name ist Patrick Gundlach und ich möchte ein Projekt vorstellen, muss auf Start drücken, an dem ich schon seit ein paar Jahren arbeite, eigentlich ziemlich viele Jahre, der Speed Data Publisher, und es geht um datenbasiertes Publizieren. Was ist datenbasiertes Publizieren? Man kann sich es im einfachsten Fall zum Beispiel als Serienbrief vorstellen. Ich habe eine Liste mit Adressen in der CSV-Datei, habe irgendein Writer-Dokument, wo dann der Text steht mit entsprechenden Platzhaltern, dann drücke ich auf den Knopf und dann kommen halt hinterher viele PDFs raus. Im Prinzip ist das datenbasiertes Publizieren oder Database Publishing. Was ich mache, geht so ein bisschen weiter. Zum einen sind das hier Datenblätter. Das ist jetzt irgendwelche Sensoren. Man sieht schon ein bisschen komplexeres Layout als ein Serienbrief. Und andere Sachen, die ich zum Beispiel mache, das sind so Produktkataloge. In diesem Fall so Reiseführer, Reisekataloge. Könnten aber auch viele andere Dokumente sein. Zum Beispiel links sind so Wahlzettel, die auch vollautomatisiert erstellt sind, also mit einem datenbasierten Publizieren. Oder ganz rechts eine Bibel, die in viele verschiedene Sprachen übersetzt ist, zum Beispiel Arabisch, auch mit gemischten links nach rechts, rechts nach links Satz. Dann wird es noch ein bisschen TEI-Textsatz, falls das jemand was sagt, oder ein anderes Beispiel für einen Katalog.
Genau, der Speed Data Publisher, das ist ein Open Source Software unter AGPL, ist auf GitHub verfügbar. Es basiert auf LuaTeX, das ist so ein Textsatzsystem, falls jemand kennt, mit einer eigentlich hervorragenden Ausgabe. Der ganze Workflow ist ein XML nach PDF-Workflow, wobei die Datenquelle kann eigentlich beliebig sein, weil letztendlich kann ich irgendwie alles nach XML umwandeln. Genau, und die Layout-Beschreibung, also da eigentlich, wo ich beschreibe, was wie auszusehen hat, das ist im Prinzip ein Programm, wo ich dann auch tatsächlich sagen kann, ne, ist noch genug Platz auf der Seite, dann macht dies, bin ich auf einer rechten Seite oder auf einer linken Seite. Also schon sehr formal beschrieben. Und das Ganze, habe ich schon gesagt, ist vollautomatisch. Das heißt, ich kann auf Knopfdruck nicht nur ein reproduzierbares Ergebnis kriegen, sondern ich habe die Möglichkeit, auch kundenindividuelle Dokumente zu erzeugen. Zum Beispiel den Katalog, den ich eben gezeigt habe, da ist die Idee, dass ich in ein Reisebüro gehe und sage, okay, ich möchte nach, weiß nicht, Südafrika im Sommer, was für Reisen gibt es da? Dann wird ein Katalog ausgedruckt aufgrund der aktuellen Verfügbarkeit und aufgrund der aktuellen Situation und kriegt das dann tatsächlich ausgedruckt im Print-on-Demand-Verfahren nach Hause zugeschickt. Und wenn ich so etwas haben will, geht das tatsächlich ja nur mit dem Vollautomatismus. Letztendlich kann man das nicht mehr mit Hand für jeden Kunden einzeln erzeugen. Ich bin viel besser in der Zeit als gedacht. Flexible Layout-Regeln. Also die Beispiele waren ja auch durchaus anspruchsvoll, vielleicht schon im Layout, aber was ist denn das Besondere? Das ist ein Ersatzteilkatalog für Automobilteile, also Achs- und Lenkmanschetten. Kennt ja jeder. man braucht sie wohl. Okay, in der Tabelle, das sind Produkte. Die werden halt für jedes Auto, für jedes Exemplar, für jede Variante eines Autos, dann braucht man ein unterschiedliches Produkt. Also muss ich in der Tabelle nachgucken, was brauche ich. Und die Tabelle wird im Katalog von oben nach unten aufgebaut. Und für jedes Produkt, was in der Tabelle erscheint, muss unten ein Bild erscheinen. Es kann aber ein Produkt auch mehrfach in der Tabelle erscheinen, das heißt aber, sollten keine mehreren Bilder dafür erscheinen. Und die Bilder gehen von unten nach oben und die Tabelle wächst von oben nach unten. Die dürfen sich natürlich nicht überlappen. Das heißt, ich muss zu jedem Zeitpunkt gucken, wo bin ich denn auf der Seite? Ne? Kann ich noch eine Tabellenzeile hinzufügen oder nicht? Und das ist eine Sache, die ich eigentlich nur zur Laufzeit quasi, während ich die Seiten im PDF erzeuge, auch beurteilen kann. Wo bin ich gerade? Wie viel Platz habe ich noch? Und diese Fähigkeit nutze ich und bekomme ich dann von Tech. Dann kann ich einfach Sachen setzen, gucken, wie es geworden ist und dann wieder verwerfen oder benutzen. Und ich glaube, mein Database Publishing Programm, das ist einer der wenigen, die auf die dynamische Layout so erzeugen kann, wo ich wirklich zur Laufzeit abfragen kann, wie viel Platz habe ich noch, um daraufhin wirklich flexibel reagieren zu können. Ja, das war schon. Vielen Dank. Und auf der Homepage gibt es dann noch einen Link zum Handbuch und zum Download. Dankeschön. So, ist der Han Solo da, beziehungsweise die Bekannte von ihm, die etwas über die Novelle des Gesundheitsdilemmatikgesetzes reden möchte. Ja, nein? Okay, gibt es sonst jemanden, der einen spontanen Lightning Talk halten möchte? Dann wäre genau jetzt der richtige Zeitpunkt dafür. Nachdem jetzt zwei Slots ausgefallen sind. Niemand? Okay, dann können wir die Session beenden, denke ich. Danke fürs Zuhören und wir sehen uns nachher.